Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe mich nochmal gemeldet, weil ich doch zu ein paar Vorwürfen nochmal Stellung beziehen wollte oder die zur Beweisung wollte. Unter anderem wurde uns ja vorgeworfen, wir würden unsere Beschäftigten verunsichern. Also ich will auch nochmal direkt ganz auch als Anhang und Dank dazu. Unter anderem ist jetzt von Aule vorgeworfen worden, er hätte für die Beschäftigten der Seniorenwohnanlage am Lindenberg verunsichern, aber es ist ja auch, wenn man den PowerPoint sich anguckt, steht ja klar, als Aufgabe des Geschäftsfelds der Seniorenwohnanlage. Man versucht zuerst den Käufer zu finden und wenn das nicht klappt, wird geschlossen. Ich würde sehr begrüßen, wenn die Stadt die Seniorenwohnanlage übernimmt, aber es sind nicht wir, die die Beschäftigten verunsichern. Es sind nicht wir, die die letzten Jahre das Risiko auf die Beschäftigten mit dem Zukunftssicherungsvertrag umgelegt haben. Es sind nicht wir, die die Seniorenwohnanlage zu Passanten schließen wollen. Und es sind wir, wir sagen klar, Seniorenwohnanlage, Pflege gehört zur Daseinsversorgung, muss erhalten werden und bestellen das nicht in Frage und auch von da auch kein Krankenhaus im Land weiß. Denn ich finde ja auch die Diskussion insofern ein bisschen seltsam, dass hier, also Sie verunsichern doch mit der permanenten Androhung der Privatisierung, als dass es darum geht, es in kommunaler Trägerschaft zu halten. Wir sind im Moment in der Situation, wo wir deutschlandweit von einem Pflegenotstand sprechen. Also wir sollten jede Pflegekraft, die ist, wir bräuchten viel mehr davon. Und das heißt, die Beschäftigungsbedingungen müssen sich auch verbessern oder mehr Sicherheit und da gehören gute Arbeitsbedingungen mit dazu. Und da bringt es nichts, Krankenhäuser zu schließen oder Seniorenwohnanlagen aufs Spiel zu setzen. Dann wurde uns vorgeworfen, wir würden uns nicht informieren. Ja, wir probieren ja, uns zu informieren. Wir haben im August noch, bevor die GmbH überhaupt Thema war, eine Anfrage zum Pflegepersonalstärkungsgesetz gestellt. Nur mal ein Beispiel, 1 oder 4. Wir haben keine Antwort darauf bekommen, weil es von Tagesordnung zu Tagesordnung geschleppt wird, wo man uns ja auch einfach eine schriftliche Antwort geben wird. Aber das wird uns verweigert bei Anfragen. Ich hätte ja auch beantwortet werden können, ist nur ein Beispiel. Und dann ist ja gesagt worden, es stehen im Moment viele Kommunen vor der Entscheidung, ob sie Krankenhäuser schließen oder nicht. Und ich finde, das ist doch die Kernfrage. Wenn wir sagen, wir stehen fest an der Seite der Beschäftigten, wir brauchen eigentlich viel mehr im Pflegebereich, dann können wir doch. Dann sagen Sie zwar, Ihnen fällt die Entscheidung schwer, aber Sie machen es trotzdem. Also wenn wir sagen, Gesundheit darf